An den Finanzmärkten ändert sich ja nichts so schnell wie die Lage und manchmal ändert sich auch relativ schnell die Logik. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster, denn was jetzt zählt, das ist der Dollar. Auf einmal vorher waren es die US-Anleiherenditen, die Märkte erschreckten sich, wenn die Anleiherenditen nach oben gingen. Der Abverkauf, der damals einsetzte nach den US-Arbeitsmarktdaten, war ausgelöst im Grunde durch den Anstieg der US-Renditen bei US-Staatsanleihen. Jetzt hat sich das ganze Spiel so ein bisschen verändert. Was jetzt zählt, ist auf einmal der Dollar. Geht der Dollar nach unten, dann ist das gut für die Risikobereitschaft. Dann heißt es Risk on, und ist der Dollar stärker wieder, dann ist das eher schlecht für die Risikobereitschaft. Dann geht der Zug sozusagen in die andere Richtung. Warum ist der Dollar heute stärker? Wir haben heute wirklich außergewöhnliche Daten wieder gesehen zu den Importpreisen, vor allem in den USA, plus 1% gestiegen ohne Benzin, während die immer noch um 0,4% gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg seit 6 Jahren. Benzin alleine hat sich durchschnittlich um 4,7% verteuert im Januar. Auch die Exportpreise deutlich gestiegen. Wir haben dann geradezu euphorische US-Immobiliendaten mit den Baubeginnen, Baugenehmigungen auf dem höchsten Stand seit gut 10 Jahren. Also da sind die Amerikaner optimistisch. Das gilt auch für die Verbraucherstimmung Uni Michigan mit dem zweitbesten Wert seit dem Jahr 2004. Und die Leute haben sich nicht erschrecken lassen durch die Turbulenzen an den Aktienmärkten. Nur 6% haben bei dieser Umfrage gesagt, ja, das trübt so ein bisschen die Stimmung. Die Leute sind schlichtweg euphorisiert wegen der US-Steuerreform. Das ist das, was kickt, das ist das, was die Leute optimistisch in die Zukunft blicken lässt in den USA. Wenn wir hier nach Europa schauen, haben wir ein anderes Thema. Wir haben ja Bridgewater, diesen weltgrößten Hedgefonds, der offenkundig auf eine neue Euro-Krise wettet, möglicherweise ausgelöst durch Italien. Es sind ja Anfang März die Wahlen in Italien. Jetzt kommen die letzten Umfragen rein, weil in 2 Wochen gewählt wird. Dann darf nicht mehr oder dürfen keine Umfragen mehr ausgeführt werden. Derzeit sieht es so aus, dass dieses Mitte-Rechts-Bündnis, das Silvio Berlusconi, den ewigen Berlusconi, enthält, dass das eine Mehrheit hat von 36%, aber so ein Mitte-Links-Bündnis mit den Demokraten auf 34% kommt. Also das wird eine knappe Geschichte, das wird eher vielleicht sogar eine Pattsituation. Schwer zu sagen, was da rauskommt. Dieses Mitte-Rechts-Bündnis mit der Cinque Stelle, der stärksten Partei, ist eigentlich durchaus euroskeptisch. Das ist so ein bisschen der schwarze Schwan, der hier möglich ist. Was kommt da, wenn in Italien entweder gar keine Regierungsbildung möglich ist oder eben so Leute von der Cinque Stelle, die eben sagen, hey, wir müssen was ändern, da muss irgendwas anderes herkommen, so geht es nicht weiter, wir brauchen möglicherweise eine Parallelwährung etc. Das ist sozusagen das, was diesen amerikanischen Hedgefonds dazu bewegt hat, wohl die europäischen Aktien zu shorten, vor allem den DAX zu shorten, aber auch italienische Banken zu shorten, französische Werte zu shorten. Massive Short-Positionen, die hier aufgebaut wurden, offenkundig in der Erwartung einer Euro-Krise. Das ist das Geschehen von heute. Schauen wir einfach mal in die Charts. Der DAX hat eine Triple-Top gemacht, ist da wieder abgeprallt, versucht jetzt möglicherweise mit der wieder stärkeren Wall Street da drüber zu kommen. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, sind jetzt bei 12.458. Dieses Top, dieses Dreifach-Top ist bei 12.480,85 in der Zone. Da tut sich der DAX schwer. Da sind wir heute ganz knapp drüber, haben ein neues Verlaufshoch gemacht, aber jetzt ist die Frage, gelingt der Sprung darüber? Wenn er gelänge, dann könnten wir eben nochmal laufen bis 12.650 Punkte. Gelingt er nicht, dann wird es schwierig. Dann haben wir hier einmal ein Doppeltop zementiert und haben eben weiter unten auch nochmal ein Doppeltop zementiert, und dann wäre die technische Erholung, die wir hier sehen, dann abgeschlossen. Das ist jetzt die große Frage. Die Amerikaner haben am Montag Feiertag, President's Day, also die werden dem DAX da nicht sehr viel auf die Sprünge helfen können. Das muss er dann schon selber erledigen. Man kann gespannt sein, was dann da kommen wird. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der ist bei 2743 aktuell, damit in der Nähe dieses Hochs, das wir dann im Future-Handel heute Vormittag schon gesehen haben, als der DAX eben hier diese Zone getestet hatte bei 12.485. Was wird da passieren? Aber interessant ist, wenn wir hier mal einen Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem Euro-Dollar bemühen. Ich hatte ja eingangs gesagt, der Dollar ist das, was zählt. Und wir sehen hier den S&P 500, das ist der orangene Chart, und der schwarze Chart ist der Euro-Dollar. Und dann sehen wir, das läuft relativ parallel. Da ist praktisch ein Parallellauf am Start. Dann wurde der Dollar stärker, der Euro-Dollar wurde abverkauft, der
Aktienmarkt, der ist kurz mit runter, hat aber dann die Drehung bekommen, warum auch immer. Jedenfalls hat man sich jetzt kurzfristig wieder entkoppelt, aber es ist doch schon auffällig, wie diese Bewegung hier läuft, wie sich hier das ähnelt. Das gilt im Übrigen auch ziemlich für den DAX. Hier sehen wir den orangen Chart, ist der Euro-Dollar, der schwarze Chart ist der DAX. Also auch hier so ein bisschen dieser Gleichlauf. Interessant, was da wirklich plötzlich der Fall ist. Vorher, und das war ja irgendwie eine nachvollziehbare Logik, war es ja so, wenn der Euro stark ist, ist das eher schlecht für den doch sehr exportorientierten DAX. Jetzt ist die Geschichte offenkundig andersrum. Jetzt sagt man sich, der Dollar ist eine Art Indikator, kann man sagen, eine Art Lackmustest für die Risikobereitschaft an den Märkten. Je schwächer der Dollar, umso besser. Das freut natürlich die Amerikaner, klar, weil die viele sogenannte Multinationals haben, also Konzerne, die weltweit tätig sind und dann eben aus dem Ausland Geld nach Hause bringen, das dann plötzlich viel mehr Dollar wert ist. Aber ob das für den DAX wirklich so relevant ist, diese Frage kann man sich schon stellen. Aber der DAX klebt jetzt eben so ein bisschen an der Wall Street, dementsprechend löst er sich nicht aus diesem Schema, das jetzt die Amerikaner spielen. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Sehen wir hier, sind wir bei 25.322, auch jetzt in so einer wichtigen Phase, in so einer wichtigen Zone hier, die wohl nicht ganz einfach zu überwinden sein wird. Schauen wir uns den Nasdaq an. 6.818, der hat es noch nicht geschafft, hier in Richtung seines Tops zu laufen, also heute Tech-Werte so ein bisschen schwächer unterwegs. Der Euro hat gelitten, weil eben die Preisdaten aus den USA über der Erwartung waren. Das korrespondiert ja mit den gestern veröffentlichten Erzeugerpreisen, mit den am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreisen, alles höher. Da schlägt also Inflation durch. Wenn man sich die Daten anschaut, sieht man, dass vor allem China hier bei den Importpreisen offenkundig ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, weil eben Chinesen, respektive chinesische Firmen, höhere Preise durchsetzen können, offenbar in den USA. Wir haben eben dann noch die starken Baubeginne, Immobiliendaten, also plus das Verbrauchervertrauen, all das hat den Dollar gestärkt und möglicherweise sehen wir hier einen Fehlausbruch nach unten beim Dollar und die Party geht jetzt wieder in die andere Richtung, dann hätten wir hier so eine Art Doppelboden gemacht mit einem Fake-Ausbruch nach unten, aber das muss ich noch zeigen, das muss ich noch bestätigen, das wird vielleicht die entscheidende Frage sein jetzt für die Finanzmärkte. Schauen wir uns Gold an, ging runter mit dem etwas stärkeren Dollar, kann sich jetzt wieder etwas erholen, ähnliches Bild bei Silber, Öl, ähnliches Spiel, da geht es eigentlich nur noch um den Dollar, da geht es nur noch um die Aktienmärkte jetzt bei Öl derzeit. Wir haben interessanterweise zunächst mal Schwäche gesehen bei dem US-Konzern Walmart, der ja sehr stark von Importen eben abhängig ist, zum Beispiel aus China. Das war also durchaus logisch, dass es da nach unten geht. Jetzt die Erholung wieder und wir haben zum Beispiel schwach heute die Commerzbank mit der schwächste Wert. Banken natürlich so ein bisschen jetzt schwächer auch wieder, weil eben die Rendite für die Anleihen nach unten gehen. Wir haben also jetzt die Situation, dass die Anleiherenditen wieder zurückkommen. Möglicherweise war man da ein bisschen zu sehr short in Anleihen, hat also darauf spekuliert, dass die Renditen weiter steigen. Jetzt sehen wir so eine Art Short Squeeze am Anleihenmarkt, durchaus möglich. Also, das ist die Situation, die derzeit der Fall ist. Der Commerzbank laufen so ein bisschen die Kosten davon. Das ist so derzeit das Thema am Markt, deswegen die Schwäche. Das Thema aber am Markt ist vor allem der Dollar, ist das, was an den Anleihenmärkten passiert. Da hat sich jetzt wieder etwas verschoben, da ist eine neue Logik da. Nichts ändert sich so schnell wie die Lage und ich wünsche eine hoffentlich entspannte Lage bei Ihrem Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann am Montag sehen. Bis dann, erstmal ciao.